ausgerechnet jetzt im tiefsten Herbst wollen Sie in Urlaub fahren. Und ausgerechnet nach Seestadt. Da steckt doch wieder was dahinter, Werninger. Na ja, meine Bandscheiben halt. Wissen Sie, Herr Direktor, in Seestadt, da sitzt da so ein alter Apotheker, der noch selber so ein hart Hausmittel mixt, nicht? Und früher, wie er noch in München gelebt hat, da hat er halt immer mein Kreuz damit behandelt. Ja, mit dem täte ich mich halt ganz gerne mal wieder unterhalten. Werninger, Werninger. Also nachher darf ich fahren? Ja, also gut, meinetwegen. Ich hoffe nur, dass dieser Urlaub dann auch wirklich die richtige Medizin für einen grantigen alten Kriminalinspektor ist. Ja, ja, die richtige Medizin. Darum geht's nämlich, Herr Direktor. Ja. Ich danke Ihnen schön. Bitte schön, auf Wiedersehen. Ja, grüß Gott, Herr Steiner. Grüß Gott, meine Herren. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ja? Mich sind's für ein paar Tage los. Sie hören von mir, Fröschl. Herr Direktor, soll ich jetzt den ganzen Kleinkram auch noch Moment, machen? Moment noch, Herr Steiner. Sagen Sie mal, Fröschl liegt eigentlich zufällig aus Seestadt was bei uns an? Seestadt? Seestadt? Ja, da war schon was. Moment, Herr Direktor, das haben wir gleich. Eine belanglose Geschichte vom Lande. Der Polizeiposten Seestadt hat uns ein Arzneifläschchen zur Laboruntersuchung überstellt. Ein Apotheker soll ein Medikament verwechselt haben oder irgend so etwas in der Richtung. Und wenn der Eckelbauer tausendmal den Verdacht äußert, ich hätte ihm ein falsches Medikament mitgegeben, es stimmt nicht. Dihydroergokryptin-Methan. Da. Lesen Sie es doch selber, Herr Born. Ja, was ist damit? Das ist der Laborbefund aus München. Die Analyse der Rückstände in dem kleinen Flascherl, das Sie dem Eckelbauern am Montag abgefüllt haben, angeblich mit den Kräutertropfen. Seit Jahren holt der Eckelbauer diese Kräutertropfen bei mir. Ich stelle sie übrigens selbst her. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich ihm aus Versehen ein anderes Medikament ausgehändigt habe. Aber in dem Flascherl war ein anderes Medikament. Das beweist doch die Laboranalyse. Aber ich kann doch beim besten Willen nicht sagen. Ja, führen Sie das denn auch, dieses andere Medikament, das ist Trihydroergo oder wie das Ding heißt? Aber selbstverständlich. Hier. Und wo haben Sie die Kräutertropfen stehen? Hier. Die stehen aber ziemlich nah beieinander, die Flaschen. Ja, und das ist schon richtig. Und Sie glauben nicht, es wäre möglich, dass Sie an dem Tag vielleicht doch einmal falsch hingegangen haben? Ich halte das für völlig ausgeschlossen. Die Eckelbauerin, die hat sich öfters einen Rausch antrunken, gell? Ja, das kann man wohl behaupten. Ziemlich häufig sogar. Gegen ihr Gliederreißen. Ihre rheumatischen Schmerzen. Also, wie war das an dem Montag? Der Eckelbauer, der kommt zu Ihnen her und holt sich die üblichen Kräutertropfen. Ja, und ich gab sie ihm wie sonst auch immer. Das heißt, ich füllte ein kleines Fläschchen damit ab, das er seit Jahren zu diesem Zeug mitbringt. Schön. Das sagen Sie, Herr Bohr. So. Zum Wohl. Dankeschön. Na, Rezo, was hört man denn so in Seestadt über die Eckelbauerin? Man hört so allerhand. Ja? Dass auf den alten Born sein Konto gehen soll, weil er heute halt daneben gelangt hat. So. Aber ich glaube, dass ihm der Eckelbauer gar nicht böse ist drum. Ah. Verstehen Sie mich? Nein. Wieso das? Oh, man hört so allerhand. Geh, setzen Sie doch ein bisschen her zu mir. Na, was hört man denn so? Dass sich der Bauer schöne Augen hat machen lassen. Von der Walli. Geh. Die Magd. Mhm. Oh, ein Teufel ist das. Ein ja. Luder. Alle Mannsbrüder verdreht den Kopf. Mhm. Dann soll eine Lebensversicherung auch noch im Spiel gewesen sein, die jetzt an den Bauern fällt. Man nicht viel, aber Geld ist auch. Ja, da schau her. Was ist jetzt? Habe ich was Falsches gesagt? Resal? Nein, nein, ja? Woher denn? Geh, Resal, sind's doch so gut und machen Sie mir eine Telefonverbindung nach München. Für meinen Assistenten wird es auch Zeit, dass er mal wieder an die frische Luft kommt. Was für saubere Maschen gibt in Rodendorf. Was gibt's denn? Mein Bauer ist mir krumm gekommen. Jetzt hab ich mich auszahlen lassen, weil mir denkt, wir können's vielleicht dann brauchen wie mich. Heuer Bayerin ist doch nicht mehr da. Wie heißt denn? Xaverl. Der Fröschl Xaverl bin ich. Brauchen könnten wir schon jemanden. Ich bin am Mannsbild, der keine Arbeit scheicht. Nirgends. Bauer! Ja? Bauer, komm da mal raus.
Tschüss, denn. Ist gut. Das ist einer, der könnte bei uns als Knecht anfangen. Wir brauchen doch niemand. Ja, na, das wäre ja noch schöner. Du meinst wohl, ich soll die ganze Arbeit von der Bäuerin mitmachen? Hm? Da hast du dir aber ganz schön den Finger geschnitten. Aber alle her doch. Ach, was? Du bleibst und damit basta. Der Bauer wird schon noch einsehen. Dafür lass mich nur sorgen. Na? Na, zeig mal, was mit dir anzufangen ist. Du brauchst doch bloß sagen, was ich tun soll. Und schön ist gemacht. Na, die Milchkannen müssen da erstmal rauf. Ui. Diese falsche Arznei hat also demnach eine medikamentöse Vergiftung ausgelöst, an der die Eckelbäuerin dann gestorben ist. Um genau zu sein, die Dosis war das Entscheidende. Der Eckelbäuerin hat bekanntlich den gesamten Inhalt des Fläschchens auf einmal zu sich genommen. Also 50 Kubikzentimeter. Ja, ist denn das Zeug so giftig? An und für sich nicht. Ein Medikament wie tausend andere auch. Zum Gift kann es dadurch werden, dass es auf einen kranken, also ohnehin schon geschwächten Organismus trifft. Noch dazu in dieser Menge. Sagen Sie, Herr Doktor, könnte dieses Medikament auch einem Sanitäter bekannt sein? Ein Sanitäter, ganz sicher. Wie kommen Sie denn auf diese Frage? Der Eckelbauer war nämlich Sanitäter. Im Krieg. Ist gut. Entschuldigen Sie, sind Sie der Eckelbauer? Ja. Wanninger ist mein Name. Ich bin der neue Bezirksvertreter von der Letizia-Versicherung. Ihre Frau, die war doch bei uns versichert. Ja, setzen Sie ihn hin. Dankeschön. Übrigens, mein Beileid. Dankeschön. Dann, was möchten Sie von mir? Ja, wissen Sie, das ist eine dumme Geschichte. Ihre Frau, die war doch nierenleidend, gell? Davon weiß ich nichts. Na, sowas. Ich habe mich nämlich erkundigt. Wissen Sie, in so einem Fall, da müssen wir schon genau sein. Also, vor 3 Jahren, da war Ihre Frau in Seestadt beim Doktor wegen ihrer Nieren. Und ein Jahr danach erst hat sie bei uns die Lebensversicherung abgeschlossen. Ohne ärztliche Untersuchung. Zu diesem Zeitpunkt hat sie behauptet, dass sie völlig gesund sei. Und Sie? Sie haben nichts davon gewusst? Na ja, von der Lebensversicherung schon. 10.000 Mark. Aber von der Krankheit nicht. Bloß von dem Gliederreißen. Aber dauernd dieses Rheuma. Ja, davon rede ich ja nicht. Also, die Todesumstände von der Bäuerin sind schon ein bisschen mysteriös, gell? Das ist der Polizei ihr Sach. Sicher. Aber ob meine Gesellschaft 10.000 Mark zu Recht oder zu Unrecht zahlt, das ist schon unsere Sache. Also von einer Nierenkrankheit habe ich überhaupt nichts gewusst. Sie haben doch eine Magd auf dem Hof. Ob die vielleicht was gewusst hat? Das glaube ich nicht. Geh, holen Sie es doch mal rein. Grüß Gott. Grüß Gott. Der Bauer hat Ihnen sicher draußen schon gesagt, was ich gern wissen möchte. Ja, naja, das heißt, so genau hat er es. Ist schon gut. Haben Sie gewusst, dass die Bäuerin nierenkrank war? Ich hab da keine Ahnung. Woher soll ich wissen, ob der Bauer Plattfüße hat oder ob die Bäuerin Scherereien mit den Nieren hat?
Ich mache meine Arbeit, sonst nichts. Ja, schön. Ich habe das Gefühl, darüber werden wir uns schon noch einmal unterhalten müssen. Das riecht ein bisschen nach Versicherungsbetrug. Meinen Sie nicht? Jedenfalls, auszahlen können wir im Moment noch nichts. Dann sollen Sie heute Ihre 10.000 Mark auf den Hut stecken. Ja, also du schmeißt mit dem Geld rum. Saubande Dreckige. Gut, dass ich die triff, Fröschl. Ja, so schwer kann doch das nicht gewesen sein. Mir riecht mir ja schon von der Weiden. Ja, du machst dich aber ganz gut als Agronom, muss ich schon sagen. Nein, Herr Weininger, da stinkt immer vergewaltigt, dass ich das machen muss. Na, deswegen habe ich dich doch eingesetzt. Hä? Na, weil du so gute Nasen hast. Wie weit bist du denn? Die Wiesen da drüben habe ich noch, dann bin ich fertig. Nein, ich meine doch mit dem Fall. Die Walli, die ist doch der Kragenweiten, oder? Na, das glaube ich nicht. Bei kriminellen Weibern, da graust's mir halt. Die Walli wird der Gspusi und damit passt er. Aber was? Du bist doch nicht zu deinem Vergnügen da. Das ist ein dienstlicher Befehl, verstehst du? Tja, aber dann kommt mir bloß noch der Odelgestank vor dem Luder retten. Nix da, du waschst dich vorher. Ein Stück Seifen wirst du schon finden. Und wenn zufällig irgendwo ein Foto von dem Eckelbauern rumliegt, dann requirierst du es für mich. Vielleicht hat der Steiner Glück damit. Selbstverständlich, Herr Direktor, alle Münchner Apotheken. Ob dieser Mann auf dem Foto da vor einiger Zeit das in der Analyse angegebene Medikament gekauft hat? Gut, ich werde meine besten Leute einsetzen. Nur, ich muss gestehen, der Fall ist mir nicht ganz geläufig, Herr Direktor. Ganz scheint der Wanninger eben doch nicht auf Ihre bewährten Routinemethoden verzichten zu können, Herr Steiner. Nun gut, ich füge mich Ihrer Anordnung, Herr Direktor. Ich habe sowieso aufgegeben, mir über die Umtriebe des Herrn Wanninger noch Gedanken zu machen. Aber ich wüsste wirklich gern, was auch der Fröschel noch in Seestadt zu suchen hat. Sie schon wieder. Ein Geschäft möchte ich Ihnen vorschlagen, von dem wir beide profitieren könnten. Ein Geschäft? Ihr wisst nicht, was wir für ein Geschäft miteinander hätten. Ich schon. Schaut, als Versicherungsvertreter kommt man viel rum und lernt die Leute kennen. Ich kann Ihnen zum Beispiel auf den Kopf zusagen, was Sie für ein Mensch sind. Sparsam, fleißig, schaut, dass der Hof nicht runterkommt, arbeiten von früh bis spät, also kurz und gut ein richtiger Bauer halt. Ich hab jetzt keine Zeit. Ja, warten Sie ein bisschen. Ich mein halt, ein rechtschaffener Mann und eine Frau, die immer Durst hat, das hat noch nie gut getan. Das geht doch Ihnen überhaupt nichts an. Freilich nicht. Aber man denkt sich halt seinen Teil, wenn man die Menschen kennt. So. Mhm. Und was haben Sie Ihnen nachher gedacht? Dass Sie wegen der Sauferei von der Bayerin nicht mehr aus und ein gewusst haben. Und vor einer Woche schließlich, wie sie heimgekommen sind, und sie war wieder einmal blau, da ist ihnen die Galle übergelaufen. Und dann haben sie selber ihr das ganze Flascherl mit dem Zeug eingeflößt, damit ihr für eine Weile das Saufen vergehen sollt. Gell? War's nicht so? Na, hört schon auf! Ein tüchtiges Paar haben sie da, den Burschen und das Mädel. Gratuliere. Da wird was geschafft, wenn zwei so verliebt sind. Ich sag immer, es gibt nichts Besseres, als wenn eine gute Harmonie im Gesinde ist. Also, wie war das mit dem Flascherl? Ich war doch nicht dabei. Ich weiß nicht, wie viel die Bayerin genommen hat. Das ganze Flascherl, da gibt's nichts zum Tüfteln. Saufen haben sie austreiben wollen. Und dann haben Sie leider das Schnaufen gleich mit ausgedrückt. Das ist doch ein Blödsinn. Hört doch auf mit dem Gerät. Ja, freilich, Sie haben ja nicht wissen können, dass der Apotheker das Medikament verwechselt hat. Das war ja nicht Ihre Schuld. Ein Streich wollten Sie spielen. Und dann ist leider eine fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge draus geworden. Das ist doch ein Hirngespinst von Ihnen. Das ist eine Theorie, die ist ja idiotisch. Bin nicht so sicher, ob die Polizei diese Theorie auch so idiotisch finden tät.
Aber ich muss ja nicht hingehen. Übrigens, die Letizia offeriert jetzt eine neue Versicherung. Feuer- und Wetterschaden kombiniert. Einmalig, sage ich Ihnen. Ich bin ausreichend gegen alles versichert. Ja, ja. Nur dagegen, dass ich zur Polizei gehe. Dagegen sind Sie nicht ausreichend versichert. Sie arbeiten aber mit seltsamen Methoden, Herr Wanninger. Ja, das sagen meine Kollegen auch immer. Also, überlegen Sie es Ihnen. Mit 400.000 wird der Hof gerade recht versichert. Das gäbe eine schöne Provision für mich. Das pressiert ja nicht. Kommt dann schon wieder vorbei. Grüß euch, gut? Grüß Gott. Ist gut, der Nachbar? Ja, ja. Es wächst nicht immer alles so, wie man es braucht. Wie meinst du jetzt, dieser Nachbar? Na ja, man muss halt hoffen, dass der Gesell das schafft, was der Meister nicht zusammenbringt. Walli! Walli! Na ja, ich komm schon. Ein schöner Heustall habt ihr da. Wollen Sie mal reinschauen? Nein, ich nicht. Aber du, heute auf die Nacht. Kennst den Schlager? So heiß kann keiner küssen wie im Heu. Mein lustiger bayerischer Jodel-Jodel-Boy. Hospi! Oh mein. Da meine ich, wäre eine Gefahrenzulage fällig. Ich sag dir, der Kerl ahnt was! Ach was, du siehst schon überall Gespenster. So! Und dass er mich erpressen will, dass er eine neue Versicherung abschließt, das sind auch Gespenster. Und dass du dem Laffen da draußen, dem hergelaufenen Vagabund, nachrennst wie ein läufiger Hund, das sind auch Gespenster! Lass mich doch verdammt noch einmal! Red nicht so einen Blödsinn! Rausschmeißen nur den Fressel! Morgen früh geht er vom Hof! Und wehe, wenn er sie hier noch mal blicken lässt, dann passiert ein Unglück! Ja, ja. Ich warne dich! Reg dich da bloß nicht so auf! Ich weiß schon, wohin ich gehöre. Was sie für eine zukünftige Bäuerin gehört. Ja, hoffentlich weiß es. Mein Gott, jetzt, wo uns nichts mehr im Weg steht. Wenn der Wanninger mal jemand am Kragen hat, dann lasst er den so schnell nimmer aus. Das wissen Sie doch selber auch allmählich. Und meistens steckt ja dann auch ein Kapitalfall dahinter. Aber in diesem Fall, Herr Direktor, kann ja... Eine Spur, die man mit Sicherheit ausscheiden kann, ist ja schließlich auch was wert. Deswegen können Sie nicht sagen, dass Ihre kollegiale Hilfe für die Katz war. Über 250 Apotheken, Herr Direktor. 6 meiner besten Leute tagelang im Einsatz. Und das alles nur wegen einer vagen Vermutung des Herrn Wanninger. Aber lieber Herr Steiner, was wollen Sie denn überhaupt? Ich will Ihnen... Jetzt kann ich doch dem Wanninger wenigstens durchtelefonieren, dass in München für seinen Fall nichts zu holen ist und dass er sich in Seestadt schon allein was einfallen lassen muss. Und das wird er auch. Da bin ich ganz sicher. Ja? Guten Abend. Grüß Gott. So, da wäre ich wieder. Lasst euch nicht stören. Ich kann schon warten. Ich hab mir's überlegt, Bauer. Das Gescheiteste wird sein, wenn ich heute Abend schon gehe. Weil ich hab mir meinen Lohn schon ausgezahlt. Ich geh bloß in den Kammern auf und pack mein Zeug zusammen. Was? So ein Mannsbild lassen Sie auf und davon gehen. Ja, seien Sie nicht gescheit. Und dem Mädel da, dem passt es auch nicht recht. Das sehe ich ja an. Also, was ist mit meinem Angebot? Nix. Der Hof ist hoch genug versichert. Mit 400.000 wäre es. Ich sag nein. Wie man so schwer vom Begriff sein kann. Ich glaube, da müssen wir noch einmal drüber reden. Unter vier Augen. Ja, ja, ich gehe schon. Ich muss sowieso noch Milchkannen spülen. Ich bin sicher, Sie überlegen es Ihnen noch mal. Nein, das ist mein letztes Wort. Na, und an meine Theorie und an die Polizei denken Sie gar nicht mehr. Schauen Sie, da sind die Versicherungsbedingungen. Lesen Sie es Ihnen durch. Ich gehe noch auf eine Masse in Roten Ochsen. Um 9 Uhr bin ich wieder da. Na, bis dahin haben Sie das Formular ausgefüllt und unterschrieben. Na, wie man so einen Knecht gehen lassen kann,
Und das Mädel, das arme Haschel, wird sich die Augen nach ihm ausweinen. Jetzt hört's halt einmal auf. Es wird heute Abend noch so einen Abschied geben, auf den Heuboden. Da möchte man fast selber noch einmal jung sein, gell? Und seien Sie doch einmal ruhig mit dem Blödsinn. Oha, seien Sie gar eifersüchtig. So ein alter Bog wie Sie. Also, um 9 Uhr bin ich wieder da, gell? Hast du Angst, ich beiße, oder warum hockst du da rum wie ein Ölgötze? Ich muss schon sagen, ich hätte mir von dir ganz was anderes versprochen. Erst muss ich wissen, wie mit dir dran bin, Walli. Frag mich, was es da noch zu wissen gibt. Ich meine, magst du den Bauern überhaupt? Muss ich den Bauern mögen, um hier Bäuerin zu werden? Hast du es gehört? Es arbeitet im Holz. Einen schönen Angsthasen habe ich mir da geangelt. Warm ist hier. Findest du nicht auch, Walli? Na endlich. Ich habe schon gedacht, du bist ein ganz fader. Walli! Bauer auf dem Ekelhof. Kommt Zeit, kommt Rat. In ein paar Jahren, so gesund ist der Bauer auch nicht mehr. Hm? Nun komm doch schon endlich. Ja, Moment, ich komm bestimmt, weil ich kann mir bloß nicht vorstellen, wie ich der Bauer werden soll. Jetzt komm ich. Spionierst du mir auch nach? Ein Mann ist kein Mal. Du Schlampe! Nachher verschwindet er sowieso. Du Mistviech, du Dreckigs! Deswegen habe ich die Bäuerinnen umgebracht, damit du sofort mit dem Nächstbesten. Halt! Das genügt mir. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Kriminalinspektor Wanninger. Und der da? Das ist der Fröschl. Kriminalassistent Fröschl. Sie beide sind festgenommen wegen gemeinschaftlich geplanten und begangenen Mordes an der Landwirtsfrau Johanna Egel. Herr Walli, darf ich Ihnen Ihre Hand bitten? Wir haben das falsche tödliche Medikament. Wo war denn das her? Das hat sich der Egelbauer auf ein gefälschtes Rezept verschafft. In Augsburg, Herr Steiner. Und ich mache sämtliche Münchner Apotheken rebellisch. Dann haben Sie halt wieder mal Pech gehabt, gell? Herr Direktor, wenn der Kollege Wanninger glaubt, mich jetzt auch noch den Arm nehmen zu können. Doch friedlich, Leute. Ganz meine Meinung, Herr Direktor. Schauen Sie, ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Mit einer sehr schönen Empfehlung vom Apotheker Born. Und was soll das sein? Beruhigungstropfen.